Meine Liebe, heute haben wir diese fantastische Hühnchen vorbereitet, wo so butterzart schmeckt und trotzdem diese Kruste fantastisch ist. Möchte ihr wissen, wie es geht? Es ist ganz einfach. Bleibt ihr dran. Ich zeige euch. Meine Liebe, heute vorbereiten wir diese schöne Hühnchen. Das ist eine freilaufende. Und da gehen wir mit einer, ich gehe mit einer alten Messer, die ich nicht so oft benutze, gehe ich und schneide ich einfach nur in die Mitte. Schneide ich mir ein bisschen weg die übrige Fette, weil sonst habe ich ein bisschen viel zu viel Fett. Und jetzt kommt der Hammer. Ich will ein bisschen das glatter haben, deswegen nehme ich meine Fleischklopfer, ich kontrolliere auf jeden Fall, ob noch ein bisschen Haare da sind. Und dann versuche ich ein bisschen so schön. So, habe ich glatter. Dass ein bisschen glatter ist. Wir brauchen für diese Rezepte wie immer Salz und Pfeffer, Olivenöl, Paprika. Wir werden auch den Rotwein später benutzen. Kartoffeln. Knoblauch und Schalotten. Dieses hier, nicht den Minze, sondern Salbei und Rosmarin. Das müssen wir immer verwenden für diese mediterranische Rezepte. So, allererst, was mache ich? Ich fange an zu salzen. Ein bisschen, nicht so viel, weil später wird noch einmal gesalzen. Nur ganz, ganz, ganz wenig. Und dann massiere ich das Ganze mit ein bisschen Paprika. Schöne Paprika, süß und nicht scharf. Dann drehe ich das Ganze und mache ich ein bisschen noch dazu. So, jetzt sind wir bereit, um den Hähnchen zu braten. Schön Olivenöl in die Pfanne. Es dauert ein bisschen. Wie kann ich feststellen, ob heiß ist? Wir geben dieses Holz und werden wir sehen, ob es fängt an zu brutzeln oder nicht. Jetzt ist es noch nicht so heiß. Aber in der Zwischenzeit kann ich mir noch den Knoblauch schälen. Auch für diese verwende ich meine neue Messer, so alte Messer für manche Arbeit, damit die nicht stumpf werden. Neue Messer für feine Arbeit. So, und ihr könnt ja sehen, wie fängt an, den Olivenöl heiß zu werden. Wir können Und fangen wir an zu braten. Jetzt lassen wir ruhig hier drin die Zeit, dass gleichmäßig gebraten wird. Könnt ihr sehen, noch ein paar Minuten. Und dann drücken wir noch. Ich gebe schon oben, weil dann später drehen wir das Ganze und dann wird alles unten gehen. Ein bisschen das nicht. So. Wir sind mit der letzten Kartoffel fertig und geben wir, kontrollieren natürlich, wie aussieht unsere Hähnchen. Also ich erinnere euch, dass wir den Backofen schon bei 140 Grad oben unter Hitze eingestellt haben, damit wir später
unser Gericht drin. Kommt ja hier gut. Und schaut hier, was sieht, wie sieht aus. Sehen Sie von der Seite? Fantastisch, oder? Jetzt haben wir fast alles drin. Ich gebe jetzt Salz und Pfeffer. Reichlich Salz, grob Salz, nicht mahlen. Und schöne Pfeffer. Und dann drehe ich das Ganze, aber ich gebe auch die Kartoffeln und dann drehen wir. Ja? Oh, sieht sehr, sehr gut aus. Und ich salze noch einmal von der Seite. Und pfeffere ich noch dazu. Und jetzt kommt etwas sehr, sehr fantastisch noch dazu. Dieser tolle Wein, das ist von Isola Augusta aus Friuli. Schöne Farbe, schöner Geschmack, schmeidig. Und gieße ich. Ah, wie brutzelt, habt ihr gesehen? Und das Ganze jetzt lassen wir noch ein bisschen dampfen drin. Das duftet fantastisch. Also unsere Hähnchen drehen wir noch einmal in unsere schöne Topf. Und wir machen eine besoffene Hähnchen jetzt, ja, weil wir, ich werde auch den Wein trinken natürlich, aber ich gebe noch ein bisschen Wein, so, weil ich gedreht habe, noch ein paar, so schön verteilt, ein bisschen Salz, das reingeht und eigentlich sind wir fertig. Wir können einfach nur machen. Meine Liebe, ich gehe jetzt mit diesem sehr, sehr schweren Topf, aber das ist ein Topf von Le Creusette, der funktioniert sehr, sehr gut. Aber das ist wirklich schwer, ja. Zugedeckt für mindestens eine Stunde bis eineinhalb Stunde auf nur 140 Grad, oben unter Hitze mit Umluftung. Mache ich zu. Hallo, meine Liebe. Nur zu wiederholen, ja, damit man nicht vergisst. Wir hatten zuerst diese Hähnchen bei 140 Grad so zugedeckt. 140 Grad haben wir gehabt, 20 Minuten. Das war so zugedeckt. Dann haben wir die Temperatur erhöht an 180 Grad. Für andere so ungefähr 15 Minuten. Das hängt natürlich von der Hähnchen, wie groß ist es. Und dann abgedeckt, Temperatur bei 200 Grad, oben unter Hitze mit Umluftung, haben wir noch 10 Minuten, damit die Kruste sich wieder bildet. Also insgesamt haben wir knapp diese Hähnchen eine Stunde. 140 Grad, 20 Minuten, plus minus. Dann 180 Grad, 15 Minuten und dann die letzten 10 Minuten bei 200 Grad ohne Deckel für die Kruste. Und gebe ich ein paar von diesen Kartoffeln mit den Zwiebeln, die in der Zwischenzeit. Und natürlich nehme ich noch ein bisschen Soße und schütte ich die Soße. Sehen Sie, wie schön aussieht die Soße, diese schöne rote. Soße, das war eine Rotwein, was wir dazu gegeben haben. Und unsere Hähnchen. Das ist fantastisch. Schmeckt sehr, sehr gut.